Morgen am 18. September wird die wahrscheinlich wichtigste geopolitische Entscheidung seit über 4 Jahren getroffen und eine starke Reaktion der Märkte ist fast garantiert. Welche neuen Informationen wir daher bezüglich der morgigen Zinsentscheidung haben, wie man sich am besten darauf vorbereitet, eine Warnung des JP Morgan CEOs Jamie Dimon plus einige interessante News wie den zweiten Attentat auf Donald Trump im heutigen Video. Bitcoin-Preis und übrigens, ich lese hier einfach die Schlagzeile vor, gerät vor möglicher Zinssenkung der Fed und schwachen globalen Wirtschaftsdaten ins Wanken. Was hier beschrieben wird, ist, dass hier im Prinzip seit Samstag einen Rückgang von ca. 5%, nachdem wir ja kurzzeitig den Ausbruch sogar über 60.000 hatten. Das gesamte letzte Video ging ja darüber, wieso man sich bei dieser Bewegung oder dem Ausbruch nicht zu früh freuen sollte, wieso die 65.000 viel wichtiger sind und die Bewegung allgemein immer noch auf wackeligen Beinen stand und so wie es kommen musste, hat das Niveau dann am Ende eben nicht gehalten. Spricht irgendetwas dagegen, dass wir eine neue Bewegung nach oben starten und dann wirklich auch die $65.000 zurückerobern? Nein, natürlich nicht. Es ist aber trotzdem Vorsicht geboten, wenn Bitcoin auch das nächste Mal wieder über $60.000 ausbrechen sollte. Was den Kurs von Bitcoin kurzfristig aber so oder so am allerstärksten beeinflussen wird, sind nicht die Chart-Patterns, sondern die Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Bank of England und der Bank of Japan. Wobei natürlich die mit Abstand wichtigste, die aus den USA sein wird, die nämlich morgen für uns in Deutschland zumindest um 8 Uhr abends erscheint. Eine Entscheidung, bei der der Bitcoin-Kurs laut dem australischen Kryptohandelsunternehmen ZeroCap sehr schwer vorherzusagen sei, denn er könne nach der Zinsentscheidung auf bis zu $53.000 fallen oder sogar bis zu $65.000 steigen. Und für diese $12.000 Preisspanne, die wirklich für einiges an Unsicherheit in den Märkten spricht, gibt es zwei spezifische Erklärungen. Zum einen ist man sich nicht einmal einig, was beispielsweise eine 50-Basispunkt-Senkung für den Bitcoin bedeuten würde. Wie Forbes hier schreibt, für Bitcoin, das in der Vergangenheit von der geldpolitischen Lockerung profitiert hat, könnte die Entscheidung der Fed kontraintuitive Folgen haben. Bitcoin ist eine gute Alternative zu Fiat-Währungen, insbesondere in Zeiten der Währungsabwertung. Das Potenzial für eine aggressivere Senkung um 50 Basispunkte führt jedoch einen Faktor ein, den die Marktteilnehmer möglicherweise noch nicht vollständig berücksichtigen, wenn die Fed tiefe Sorgen über die Wirtschaft signalisiert, eben mit einer 50-Basispunkt-Senkung, könnten sich die Marktteilnehmer von Vermögenswerten zurückziehen, die sie als riskant erachten, darunter Bitcoin. Ich glaube, es ist ziemlich selbsterklärend, auch wenn man dem vielleicht nicht zustimmen mag. Die andere Sache ist aber, dass der Markt sich auch nicht mal einig ist, ob wir überhaupt die 50-Basispunkt-Senkung oder vielleicht doch nur eine 25-Basispunkt-Senkung bekommen. Ich habe es im letzten Video schon gezeigt gehabt, mittlerweile sind die Wahrscheinlichkeiten etwas anders. Letztes Mal war es genau 50-50, heute ist es 69-31% für eine 50-Basispunkt-Senkung, aber auch das ist sehr ungewöhnlich, denn wie The Kobisi Letter schreibt, dies wird die erste geldpolitische Entscheidung der Fed seit 2020 sein, für die es keinen Marktkonsens von über 90% gibt. Unabhängig davon, was die Fed tut, wird es eine erhebliche Bewegung auf dem Markt geben. Das Verrückte ist aber, die Wahrscheinlichkeit für eine 50-Basispunkt-Senkung ist am Sonntag einfach mal von, ich glaube, unter 2% in wenigen Stunden auf über 60% angestiegen und das ohne, dass wir neue spannende Wirtschaftsdaten bekommen haben oder auch wirklich eine Anmerkung der Fed selbst. Einen Grund gab es am Ende natürlich trotzdem und ich finde, es ist sehr wichtig, sich diesen anzuschauen, um besser auf den morgigen Tag vorbereitet zu sein. Es startete alles mit einem Artikel des Wall Street Journals, wo im Grunde gesagt wurde, die Fed muss um 0,5%, also 50 Basispunkte senken, denn Zinsen seien viel zu hoch. Es wird darauf hingewiesen, dass die Inflation am Fallen ist, zuletzt ja mit 2,5%, dass auch die Kerninflation auf dem richtigen Weg ist und vor allem wird dann nochmal auf die Dringlichkeit niedriger Zinsen hingewiesen, begründet durch die Wirtschaft, da nicht nur die Arbeitslosenquote seit Juli 2023 von 3,5 auf 4,2% angestiegen, sondern auch, weil Abwärtskorrekturen bei den Arbeitsmarktdaten zu einer neuen Normalität geworden sind, mit in den letzten 24 Monaten über 1 Million Stellen, die eben nach unten korrigiert wurden. Kurz darauf veröffentlichte dann die Financial Times einen sehr ähnlichen Artikel und das Allerwichtigste, das in Anführungsstrichen Fed-Mitglied Dudley sagte dann noch, ich gehe davon aus, dass die Fed 50 machen wird, denn Powell bevorzuge
einen, in Anführungsstrichen, aggressiven Ansatz. Zwei Artikel plus die Aussage eines FED-Mitglieds haben den Markt also überzeugen können, dass auch 50 Basispunkte realistisch sind, wobei das Wichtigste natürlich die Aussage von Dudley war. Als ich aber nachgeschaut hatte, was er da genau sagte, seine Aussage wurde nämlich bei Bloomberg gestern geteilt, stand dort: Bill Dudley, Kolumnist von Bloomberg Opinion, war von 2009 bis 2018 Präsident der Federal Reserve Bank of New York. Er ist also nicht nur keiner von denen, die am Ende wirklich die Entscheidungen treffen, er ist auch nicht Teil der wirklichen US-Notenbank in dem Sinne, sondern einfach nur Teil einer regionalen Fed-Bank und das auch nicht mehr aktiv, sondern zuletzt im Jahr 2018. Natürlich wird dieser Typ, dieser Dudley, super viele Infos haben und sehr viel wissen, aber ich finde trotzdem, dass der Begriff Fed-Mitglied irgendwie etwas irreführend ist. Viel einfacher vorherzusagen macht das den morgigen Tag dann aber auch nicht, von daher ist die beste Vorbereitung, vor allem für die, die normalerweise aktiv handeln, einfach etwas passiver zu sein, zumindest wenn man Risiko vermeiden möchte. Wir sehen auch anhand des Open Interest, dass der Futures-Markt bzw. die Futures-Trader ihr Risiko ebenfalls etwas zurückgeschraubt haben. Der Kurs ist ja auch leicht zurückgegangen und ich werde es persönlich so machen, ich nutze die Kaufgelegenheit, falls der Kurs fallen sollte, in Richtung $50.000, werde aber auch einfach ganz normal weiter hodeln, sollte der Kurs nach oben gehen. Der JP Morgan-CEO Jamie Dimon meint übrigens trotz der kommenden Senkungen, dass ein Worst-Case-Szenario einer Stagflation, wo wir also Inflation haben, und eine Rezession nicht auszuschließen sei und das wird von vielen auch als Warnung interpretiert, wobei ich persönlich sagen muss, dass ich Aussagen von Banken-CEOs generell immer mit sehr viel Vorsicht betrachte. Dann, bevor wir weitermachen und es lohnt sich wirklich dran zu bleiben, mit dem allerersten Link in der Beschreibung gibt es im Rahmen einer Sonderaktion nicht nur den 10€ Startbonus, sondern jetzt 20€ Startbonus plus 10.000€ freies Handelsvolumen bei der EU-regulierten Kryptobörse Bitvavo und für deutsche Kunden Bitvavo powered by Hive. Heißt, die Leute, die auch schon ein Konto bei Bitvavo hatten und sich jetzt anmelden, bekommen einerseits diesen neuen 20€ Startbonus und dann immer noch den 20€ Migrationsbonus, den ich ja in den letzten Videos angekündigt hatte. Insgesamt 40€ und das weiterhin bei einer Börse mit über 300 verschiedenen Coins, einem super einfachen und intuitiven Design, niedrigen Handelsgebühren und vielen weiteren Vorteilen, wie beispielsweise die Kontogarantie, die euch bis zu 100.000€ absichert. Nutzt die Gelegenheit, es ist wirklich eine der besten Aktionen, die es seit langem bei Bitvavo gab und wir machen jetzt weiter mit Donald Trump. Zunächst mal, damit das einfach aus dem Weg ist, alle sprechen von einem zweiten Trump-Attentat. Die Medien haben irgendwie einfach akzeptiert, dass es so war. Wie ich das aber gestern schon in der 24-Stunden-News-Zusammenfassung auf Twitter erklärt hatte, ja, es sind Schüsse in Trumps unmittelbarer Umgebung oder Nähe gefallen, aber es war nicht klar, ob der Vorfall überhaupt etwas mit Trump zu tun hatte oder ob die Schüsse überhaupt aus dem Inneren des Golfplatzes kamen, wo er sich zu diesem Zeitpunkt befand. Und das allerneueste Update zeigt sogar, dass der Verdächtige Trump angeblich nie im Visier gehabt haben solle und dass er selbst auch überhaupt keinen Schuss abgab, sondern die Schüsse von den Agenten kamen, die auf ihn schossen. Ein bisschen übertrieben hier also direkt von einem zweiten Attentat zu sprechen. Es gab aber noch eine Sache, die Trump geäußert hat, die mir irgendwie das Gefühl gibt, dass Trump doch deutlich weniger Ahnung über Bitcoin und Krypto hat, beziehungsweise die falschen Intentionen, im Gegensatz zu dem, was er ja überall rumposaunt. Trump sagte nämlich jetzt, der Grund für seinen Sinneswandel gegenüber Bitcoin und Kryptowährungen sei auf den Erfolg seiner NFTs zurückzuführen. Nicht die Abwertung des US-Dollars, nicht der unglaublich hohe Schuldenberg, sondern tatsächlich der Fakt, dass er gesehen hat, Leute kaufen mit Ethereum seine NFTs, hat ihn anscheinend überzeugt, der nächste Krypto- oder Pro-Krypto-Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Dann soll der ehemalige Binance-CEO CZ am 29. September aus dem Gefängnis entlassen werden. Tage nach dem 1,1 Milliarden Dollar Kauf von Bitcoin plant MicroStrategy jetzt auch noch die Ausgabe einer weiteren Wandelanleihe im Wert von 700 Millionen US-Dollar, um natürlich noch mehr Bitcoin zu kaufen und das Ether-Bitcoin-Verhältnis fällt auf den niedrigsten Stand seit April 2021. Während sich aber ein 41-Monats-Tief unglaublich schlecht anhört, gab es keinen großen, schnellen Crash oder so, sondern tatsächlich sprechen wir hier von einem Trend, der bereits Ende 2022 startete, sehr gleichmäßig verlief und jetzt halt auch die psychologisch interessante Marke von 0,04 unterschritt und deshalb ist das überall in den Medien zu sehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ihr euch noch ganz kurz die Zeit nehmen könntet, dieses Video zu liken und dem Kanal einen Abo dazulassen, würde mich das ungemein dabei unterstützen mit diesen Videos und einfach der Arbeit, die ich hier auf YouTube mache. Euch aber einen schönen restlichen Dienstag. Bis zum nächsten Mal.